Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Customs und was soll ich sagen, ein Raid wie aus dem Bilderbuch. Ich war zum Snipen da und ja, es war richtig was los, es gab richtig schöne Szenen, schöne Sniper-Shots und am Ende gab es auch noch einen Haufen Gut, aber ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und einen Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. So. Immer diese Weeps in meinem Chat, richtig schlimm. Ein Weep kommt selten alleine, da hast du wahrscheinlich recht, ja. Hey. Oh, Sniper Level 10, let's go. Fangschuss im Genick. Der wollte Bullshit machen, da hast du wahrscheinlich recht. Schade. Da hast du wahrscheinlich recht. War schnell vorbei. Der wollte zum Auto und den Flashdrive holen. War der Snowboard schon immer? Nein, der wächst jetzt seit 5 Tagen. Und wir haben hier auch, ne? Ein kleines Goal. Aber ja, als ich krank war, habe ich mich 2-3 Tage nicht rasiert und habe ich gedacht, okay, jetzt probieren wir das mal. Ich habe noch nie einen Bart gehabt in meinem Leben. Von daher. Dafür, das willst du abstimmen, Odin. Ach du Jebagler! Oh. Ich denke auch, das ist eine gute Idee. Ist genehmigt, ja, ja. Oh. Mit irgendjemand hat er sich gebattelt. Sniper Kills. Habe ich schon Bart oder Bart Shampoo wird morgen geliefert. Und ich habe heute schon da unten am Hals, habe ich es wegrasiert, weil das ist der Teil, der juckt. Das ist jetzt nicht mehr. Aber man muss ja den Bart auch ein bisschen in den Zaum halten. Naja, ich als alter Bartträger kenne mich da aus. Ihr könnt mir vertrauen. Normales Shampoo geht auch, aber das Bart-Shampoo ist halt irgendwie. Es soll halt auch gegen das Jucken und so helfen. Ja, Over, so schaut's aus.
Hör auf zu lachen, du Lappen. Bei dir juckt da nichts, du bist es auch gewohnt, Tiger Byte. Ich hatte in meinen 26 Jahren auf dieser Welt noch nie einen Bart, von daher. Ah, come on. Umso länger ich hier oben bin, umso höher ist die Chance, dass mal jemandem auffällt, dass ich hier bin und dann... One Star Sack. Penatencreme für den Bart, ja, denke auch. Danke für die Tipps. Wie immer, sehr hilfreich. Mit Rat und Tat. Jeder kommt irgendwann in die Pubertät, ist richtig, Addict, ja? Auch ich, Spätentwickler. So aus Barracks. Na, wie geht's? Oh. Es war halt ein Spieler, der irgendwie nicht schießen wollte. Ihr mögt mich trotzdem, na sehr gut. Das warm wird in der Bude. Tatsächlich, meine PCs heizen genug. Ich glaube, ich kann meine... Ich kann... Denke ich mal, meine Heizung auslassen diesen Winter wieder. Körperbutter? Nein. Was zur Hölle ist denn Körperbutter? Kenne ich bloß aus Scrubs. Da habe ich das mal gehört, ansonsten noch nie. Der ist nur aufgemalt. Martin, jetzt pst, verrat doch nicht alles. Mach doch nicht alles kaputt. Körperbutter. Rama Körperbutter, let's go. Oh, oh. Da ist jemand, wir gehen rüber. Ja, okay, sorry. Ich weiß, ihr seid da. Ja, wenn man hier was falsch sagt, dann wird man, kann man sich drauf verlassen, man wird korrigiert. Jetzt bitte lass niemanden hier sein. Also ich kenne bloß die Szene aus Scrubs, in dem der JD in der Badewanne liegt und die Körperbutter isst. Daher kenne ich Körperbutter. Aber was... Oh. Oh! Wunderschön, ich hab ihn. Wer kennt die Szene noch? Das war doch ein wunderschöner Schuss. Habt ihr gesehen, wie er tot ist? Ich hab ihn. Jetzt läuft's aber, dritter Sniper-Kill die Runde. Hier ist aber was geboten. Den Clip direkt im nächsten Date zeigen, ja. Gleich bevor ich ihr meinen Pokal zeige.
Besonders, ich hab wahrscheinlich durch die Holztür durchgeschossen. Die rendert an der Stelle nicht rein. Die Frage ist, da noch einer, ne? Aber der wird sich jetzt wohl nicht an den Fenstern zeigen. Könnte ich mir vorstellen. Oh. Kleinen Moment. Vielleicht auch eine Bait-Nate, aber das glaube ich nicht. Wo ist er? Da ist er. An uns Gav, okay. Okay. War eine Baitnate. War definitiv eine Baitnate. Oh, ich hab ihn. Was ein Winkel. Mach's gut, da ist das Blut. Ciao. Ah. Nice, nice. Es war tatsächlich eine Baitnate. Ich hab's mir schon gedacht. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da rennt er. Hier ist ja ganz schön was los, ey. Bitte. Himblex, freut mich, wenn es gefällt. Und Servus. Dafür habe ich es gemacht. Mal ein bisschen darauf hinweisen, dass es vielleicht auch so sein könnte. Wie gesagt, ist ja bloß eine Vermutung, aber die nahe liegt, auf jeden Fall. Zum Wohl, Over. Hast ein Bier organisiert? Ich hoffe, da ist jetzt keiner hinter mir her.
habe so gehofft, dass ich ihn da irgendwo sehe. Es ist eh schon gut, dass ich gesehen habe, dass noch ein zweiter ist. Oder ist der tot da? Hab ich den? Ich hab den anderen doch hier hinten erschossen irgendwo. Bin mir nicht sicher. Ja, die schießen im Moment nicht auf USAX. Habe ich gehört von dem Bug. Ich habe ihn selber natürlich noch nicht erlebt. Weil ich bin hier Bär. Aber ja, ist im Moment ein Bug halt. Moin Sven. Ungelootet. So ist Chucky. Der Weg ging close. Ja, es geht die Runde, dass kein Bug sein soll. Spekuliert wird schon die ganze Zeit. Bin mir sehr sicher, es ist ein Bug. Nee, ziemlich sicher Bug. Da wird wieder interpretiert, oh, könnte ein Event sein, bla bla bla. Ja, der ist tot. Ja, okay, ciao. Den habe ich da gut reingefaltet. Ich glaube, hier unten war ein Busch zu hören. Ja. Okay, Hipfire war jetzt nicht so on point. Ich dachte, Hipfire war jetzt echt nicht so on point, aber er ist tot. Ist okay. One Mac. Ja, da siehst du einen Bart wachsen, Selbstfels. Hallo YouTube, könnte sein, ja. Hätte vielleicht meinen Laser anmachen sollen. So, der hat hier was? Irgendeine M4. Ich glaube, wir können das Looten anfangen. Никого.
Komm on. Wir sind der da reingerutscht, der hat auf mich gesniped und dann habe ich ihn zusammengefaltet. RIP, so kann's gehen. Oh, Level 11, okay. Was zu trinken bitte? Schade. Hier auf der Brücke looten wir auch noch, oder? Ich denke, so viel kann hier nicht mehr sein. Was sie? Er hat sich die Waffe gesnackt, den G28. Niemals findet ihr einer. Safe. Achso, die G28 soll ich mir vielleicht mitnehmen. Okay. Dann einmal auf die Brücke. Wir schauen einmal kurz auf die Baustelle und dann ab auf die Brücke. Und dann gehen wir über das Crackhaus. Den einen noch looten. Ich schau bloß noch einmal, ob die möglicherweise schon gelootet sind, aber ich glaub's nicht. Ungelootet, denke ich. Immer schön abkühlen lassen, die Leichen, ne? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt hier noch einer in der Nähe ist. Ich mein Spieler hier. XMC mit Thermal? What? What? Okay, okay.
So. Ah, ich simpziere mit Thermal, Alter. Mach mal halblang. Schießt auf mich? Nee. Okay. Der kotzt auf jeden Fall im Strahl. So viel ist mal sicher. Kommt er mit dem Gear des Grauens, mit seiner AXMC. Und kriegt dann erstmal schön in den Hinterkopf. Müsste doch eigentlich Scav Party sein. Puh, shit. Hier, ne? Hier durch habe ich geschossen. Wo war ich hier? Irgendwo hier. Ciao. Alright, wir gehen. 51 Kilo. Ah shit, den Helm von dem AXMC-Typen habe ich liegen lassen, oder? Naja, scheiß drauf. Oh, Wasser ist auf Null. Das ist nicht gut. Aber wir regenerieren noch. Es ist bloß Wasser. Essen wäre schlimmer. Waren ein paar richtig sicke Shots dabei, ne? 4 Sniper-Kills, davon 2 richtig geile Shots. Jetzt hoffen wir mal, dass Old Gas offen ist. Weg. Scheiß Fruchtfliege. War ja klar. Ich habe oft Fliegen da. Ja, ne? Liegt daran, dass ich meine Wohnung nicht putze, meine Küche nicht putze, den Müll nicht runtertrage. Nee. Tatsächlich, seitdem ich selber am Kochen bin und etwas Bioabfall habe, habe ich mehr Fruchtfliegen. Und die Früchteteereste, da gehen die tierisch drauf ab.
Weil sie Angst haben, alleine zu gehen, Memo, deswegen. Richtiger Messi. Nee, tatsächlich ist es echt, das Zeug hier, Früchtetee, wenn ich das nicht direkt wegtue oder irgendwie luftdicht wegschmeiß, dann gehen die da sowas von drauf. Ist auch nicht offen. Ach komm, ey. Oh. Nervig. Da werden sie richtig wuschig, die Fliegen, ja. Dieses Quote ist korrekt. Komm. Ah, ich bin zu... Wait, scheiße. Problem ist, dass ich nichts, dass ich hier immer noch... dehydrated bin. Das ist nicht so geil. Sonst wäre ich viel schneller. Nicht mehr rasiert, fliegen in der Bude, fliegen habe ich schon. Ah, gegen Frucht. Oh. Scheiße. What? Ey, hätte ich mal gleich die Waffe genommen. Und zwar Scav-Player. Scheiße, hätte ich mal direkt auf die Waffe geswitcht. Ich dachte, er ist gleich weg und ich muss ihm geben. Ha. Ah, komisch, dass der eine nicht getroffen hat. Ich habe das Gefühl, die wollen hier zum Exit. Vielleicht sind es doch Spieler. Vielleicht sind wir hier noch nicht fertig. Ich gehe schwer nach vorne. Das sind schon Spieler, oder? Die hier zum Exit wollen. Na, kurz warten. Gehen wir aufs Ganze. Na gut. Keine Ahnung, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es Spieler waren. Geh mal raus hier. Gut, Leute, macht mal Hallo YouTube im Chat. War ja eine brauchbare Runde. War eine brauchbare Runde. Hätte schlimmer kommen können. Wie viele Kills waren es? 7? Davon echt gute Sniper-Kills. Ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich dachte 7, okay, waren 6 Kills. Ah, trotzdem. 121, 126, 135. Naja, wären im alten Shooter Born in Heaven, wären es 4 Shooter Born in Heaven Kills gewesen. Hier wären es bloß 2. Hier 121 wäre knapp gewesen. Aber alles DWL-Headshots. Nicht schlecht.